Du hast starke Schmerzen bei der Periode? Dann ist dieses Video was für dich. 50-60% aller Frauen leiden unter der sogenannten primären Dysmenorrhoe und 10-15% davon sogar unter einer sehr heftigen Form. Evolutionstechnisch sind diese starken Regelschmerzen ein Überlebensvorteil gewesen. Was? Ja, erkläre ich dir gleich. Und ich muss dir auch noch was erklären. Deine Gebärmutter, das Organ der Weiblichkeit, ist eigentlich nicht nur ein Organ, es besteht nämlich aus zwei Organen. Aber bleib am besten dran, jetzt geht's los. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal helfe ich euch, euch selbst besser helfen und verstehen zu können. Und wenn du sagst, wow, tolle Sache, dann sagst du es mir am besten mit einem Abo. Ich glaube, wir müssen hier nochmal drüber reden, ne, über diese Gebärmutter. Was habe ich denn damit diesen zwei Organen gemeint? Tatsächlich ist es so, dass so eine Gebärmutter eigentlich zwei Organe beinhaltet, die dann verschmelzen. Und das ist so essentiell zu verstehen, wenn ich gleich auch über das Thema Adenomyose, Endometriose oder wie es eigentlich am schlausten heißt, sollte, die Archimetrose gehen soll. Kurz mal ein Schwung in die Embryologie. Unsere Gebärmutter, nein, eure Gebärmutter, besteht quasi aus einer inneren Schicht, der sogenannten Archimetra, und einer äußeren Schicht, der sogenannten Neometra. Die Neometra kann man eigentlich relativ schnell erklären. Die ist ein riesiges Muskelpaket. Die leistet zum Beispiel die Arbeit am Ende des Zyklus, wenn die Periode, wenn das Gewebe abgestoßen wird. Das ist die Neometra, die sich da zusammenzieht mit voller Wucht, mit voller Kraft. Auch wenn es zum Thema Geburt gehen sollte, dann ist die Neometra da wesentlich beteiligt, den Druck aufzubauen, um das Kind und dann eben auch die Plazenta nach draußen zu befördern. Die Neometra ist der ältere Teil und das kann man sich irgendwie vorstellen, weil er außen liegt, also als ob er von außen zum Schluss angebaut wurde. Und diese Neometra, die gab es vor vielen, vielen 100 Millionen Jahren noch gar nicht, sondern es gab nur die sogenannte Archimetra. Also nochmal für den Hinterkopf, Neometra, älterer Teil, außen Muskelmasse gibt Vollgas, wenn es ums Thema Ausstoßen geht. Der innere Teil, das ist der super interessante Teil. Das ist die Archimetra. Und die Archimetra kann selbst auch Kontraktionen machen. Nennen wir es lieber eine Art Peristaltik. Und diese Peristaltik ist bei der Fruchtbarkeit enorm wichtig. Und man möchte ja überlegen, okay, warum hat die überhaupt selbst eine Peristaltik? Warum kann die sich kontrahieren? Weil das genau der Grund ist, warum Spermien da ankommen, wo sie ankommen sollen. Von dem Muttermund, dem Äußeren, hoch bis zum Tubeneingang, also dem Eingang der Eileiter, macht die Gebärmutter wirklich so eine peristaltische Bewegung die ganze Zeit, sodass Spermien, die sich dann irgendwann in den Gebärmutterhals geschleppt haben, von der Gebärmutter hochgetragen werden. Und pass auf, noch nicht mal willkürlich einfach nach oben, sondern gezielt zu der Seite, wo der Eisprung stattgefunden hat, also wo gerade der Gelbkörper aktiv ist. Wie genial ist das denn? Die Spermien mit ihrem Schwänzchen, die kommen zwar irgendwie in den Gebärmutterhals rein. Das ist auch wichtig, dann im Eileiter da zur Eizelle zu finden und auch bei der Implantation, also dass sich diese Eizelle und die Spermien da überhaupt befruchten können. Dafür ist dieses Schwänzchen ganz, ganz wichtig. Aber die Hauptarbeit macht tatsächlich die Archimetra. Und deswegen haben auch viele Frauen mit einer Adenomyose Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Und in der Archimetra, da passiert halt auch biochemisch enorm viel. Da ist diese Schleimhaut, wir nennen das auch Stratum funktionale, also die Schicht, die funktionell ist, die immer wieder aufgebaut wird, abgestoßen wird, aufgebaut und abgestoßen wird. Darunter liegt ein Stratum basales. Hier sind also so Basalzellen. Das ist eigentlich die Schicht, die nicht berührt wird vom zyklischen Geschehen, sondern immer wieder die Zellen spendet, die dann zum Aufbau führen. Und darunter kommt eine wichtige Schicht und deswegen erkläre ich das auch so ausführlich. Die nennt sich endometriale myometriale Junktion und wir nennen das auch die Junktionszone, weil man das im Ultraschall relativ deutlich sehen kann. Basic sitzen, jetzt wird es super spannend, jetzt kommt dieser Überlebensvorteil. Warum haben immer mehr Frauen und werden das auch immer mehr haben, so starke Kontraktionen und so starke Schmerzen? Weil das ein Überlebensvorteil damals war. Was hat das Leben der Mutter in der Schwangerschaft und das Leben des Kindes oder beider damals gesichert? Das ist die Gewährleistung, dass das Kind und auch die Nachgeburt sicher herausgedrückt werden konnte. Und das ging nur durch unseren aufrechten Gang irgendwann und unser schmaler werdendes Becken und die größer werdenden Kinder, indem wir wirklich massiv viel Kraft aufwenden. Und deswegen hat sich über die Jahrmillionen
dieser Überlebensvorteil rauskristallisiert, weil die Frauen, die wirklich eine starke Kontraktion hatten, die haben natürlich auch Nachkommen gesichert und sind eben auch weniger verstorben im Wochenbett oder auch bei der Geburt. Das klingt sehr einleuchtend und ist wissenschaftlich auch tatsächlich heute die Erklärung. So, was aber von der Evolution nicht bedacht war, ist, dass heutzutage Frauen sehr viele nicht konzeptionelle Zyklen haben. Das heißt, sehr viele Zyklen haben, ohne dass eine Schwangerschaft einsetzt. Erst jetzt, wo die Menschheit Verhütungsmittel erfunden hat und natürlich auch älter werden und dadurch eine viel längere Zeitspanne haben an nicht konzeptionellen Zyklen. Und was jetzt passiert, ist eine Erklärung und momentan wissenschaftlich die heißeste Erklärung für das Auftreten und das Zustandekommen einer Adenomyose oder einer Endometriose. So, jetzt gibt es ein Problem und das ist ein Heilungsprozess, der passiert. Und zwar kannst du dir vorstellen, dass wenn so eine Neometra am Ende des Zyklus von außen mit sehr viel Muskelmasse drückt und die Archimetra von innen eben auch Kontraktionen hat und wir wissen aus der Embryologie, dass es da Verschmelzungszonen gibt, die ungefähr im oberen Teil der Gebärmutter sitzen, dass da Scherkräfte walten können, die Verletzungen machen. Mal für Mal für Mal. Und was jetzt der Körper macht, das ist auch völlig logisch, ist, dass er diese Verletzungen reparieren möchte. Und das nennt sich Tissue Injury and Repair. Und dabei sind viele biochemische Kaskaden natürlich wichtig und viele Rezeptoren etc. möchte ich euch gar nicht mit überfordern. Aber vor allen Dingen ist auch wichtig, dass Estradiol, ein weibliches Hormon, was nicht nur über den Kreislauf wirkt und dort ankommt, sondern es wirkt auch parakrin. Das heißt, in der Nähe wird Estradiol freigesetzt. Und jetzt schließt sich so langsam auch der Kreis, weil man weiß ja im Hinterkopf, es gibt Endometrioseherde, auch im Bauchraum verteilt, die irgendwie so ein Eigenleben haben. Das liegt auch daran, dass ständig dieses Parakrine und das vom Kreislauf herangeschwemmte Estradiol das Ganze noch befeuern. Der Körper kriegt also ständig diese Traumatisierung. Es wird ständig Gewebe verletzt. Und Verletzungen werden geheilt, indem dort Stammzellen einwandern, die sich dann in das Gewebe bilden, was da gebraucht wird. Also dieses archimetrale Gewebe zum Beispiel. Was dort mikroskopisch klein passiert, ist embryologisch gedacht die Bildung einer Archimetra, also dieser Urgebärmutter. Der Gebärmutter, die man, wenn man noch Bauch seiner Mama schwimmt, in der 20. Woche vorfinden würde. Also, wenn du mal hörst, bei der Endometriose ist das so, als ob man überall kleine Gebärmütter hätte, dann ist das prinzipiell gar nicht so falsch. Und was jetzt mit diesen kleinen Herden passiert ist, sie sind natürlich nicht nur am Ort und Stelle, wo sie auch Ärger machen können. Wir reden über die Adenomyose. Es gibt also dann wirklich ein infiltratives Wachstum in diese Junktionalzone, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Und das sieht man auch zum Beispiel im Ultraschall, komme ich gleich noch zu. Aber sie wird auch weggeschwemmt. Erstens durch die Eileiter in den Bauchraum und zweitens aber auch per Metastasierung, also Verschleppung zum Beispiel über die Lymphgefäße. Das ist die Erklärung, warum es im ganzen Bauchraum Endometrioseherde geben kann und sogar im Gehirn oder sogar in der Lunge oder sogar im Bauchnabel. Und ja, du hörst schon richtig raus, man vermutet mittlerweile, dass jede Frau mit einer Endometriose eigentlich grundsätzlich eine Adenomyose-Problematik hat. Das ist ziemlich mindblowing, finde ich nämlich auch. So, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen in die Pathophysiologie, ein bisschen tiefer, ist aber auch super spannend. Was ist da eigentlich los? Warum tut das auch so weh und warum gibt es da so massive Probleme? Die Grundlage ist, wieso Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird zum Schluss, ist, dass Progesteron abfällt. Das ist am Ende der Schwangerschaft so, das ist am Ende eines Zyklus so. Das ist das Zeichen für diese Spiralarterien, dass sie so zusammengestaucht werden. Und wenn die zusammengestaucht werden, können die nicht mehr Blutversorgung machen in diesem Stratum Funktionale, was wir vorhin hatten. Also wird diese Schleimhaut abgeschilfert. Das kann man sich auch vorstellen wie ein welkes Blatt am Baum. Das ist auch keine Verletzung des Baums, sondern es wird einfach das Gewebe abgestoßen. Problem ist aber bei diesen starken Kontraktionen, dass nicht nur die Spiralarterien komprimiert werden, sondern auch die Radialarterien. Der Druck, der aufgebaut wird durch die Gebärmutter, ist höher als der Druck dieser Gefäße. Man hat also andauernde Ischämie. Das Blut wird abgedrückt. Es ist, als ob du deinen Finger nimmst und mal 20 Minuten lang hier zudrückst. Dir wird dein Finger nach spätestens 1-2 Minuten richtig wehtun und bist froh, dass du die Hand wieder wegnehmen kannst. Das passiert bei Frauen mit Adenomyose. Und deswegen tut das auch so schweineweh. Bevor wir gleich nochmal spezifischer auf die Adenomyose und die Therapie eingehen, möchte ich noch eins gesagt haben. Wo findet man eigentlich solche Archimetroseherde im Bauchraum zum Beispiel? Immer da, wo es Gefäße gibt, immer da, wo Scherkräfte sind, immer da, wo diese Verletzungen stattfinden. Das ist leider im Unterleib der Beckenboden sehr oft. Wir brauchen den Beckenboden bei allem. Beim Gehen, beim Aufstehen, beim
Atmen, beim Kauen zum Teil. Der Beckenboden ist ständig belastet. Und bei einer gesunden Frau verschieben sich diese Schichten ohne Probleme. Gar kein Ding, das ist ja dafür gemacht. Bei einer Frau, die aber irgendwo Verwachsungen hat, aufgrund dieser Adenomyose oder Archimidrose, werden dort wieder diese Verletzungen stattfinden. Und das potenziert sich natürlich. Deswegen haben sehr, sehr viele Frauen diese periphere Endometriose im Bereich des Beckenbodens, an diesen Halteapparaten von der Gebärmutter zum Beispiel oder auch am Darm, weil der verwachsen ist mit der Gebärmutterwand. Und jetzt wird es noch krasser. Man sagt, 60-80%, wenn nicht mehr, aller perimenopausalen Frauen, also die Frauen, die kurz vor den Wechseljahren stehen, bekommen safe eine Endometriose oder eine Adenomyose, weil es eben so lange Traumatisierungsprozesse gibt, dass fast jede Frau diese Tissue Injury in Repair-Kaskade hat. 10-15% von diesen Frauen haben auch schon jünger diese Endo- und Adenomyose-Problematiken. Und wie schwer diese Problematik ist und wie schwer der Leidensdruck ist, das steht natürlich auf einem ganz individuellen anderen Blatt Papier. Das Schaubild muss ich dir auch nochmal mit auf den Weg geben. Du siehst hier Drücke in einer Gebärmutter, gemessen bei einem jungen Mädchen. Und du siehst ja auch, dass Ausschläge da sind bis zu 300 mm Hg. Und du wirst damit nichts anfangen können. 300 mm Hg, wie viel ist denn das? Ich gebe dir gerne einen Vergleich. Die allerletzte Phase der Geburt, da wo der Druck massiv ist, da erreichen wir Spitzen zwischen 80 und 100 mm Hg. Es ist also bei der Frau in Ruhe mehr Druck da, als bei einer Frau in der letzten Phase der Geburt. Und jetzt sagt mir noch mal jemand, man solle sich als Frau bitte nicht so anstellen. Das wäre ganz normal und das gehört halt dazu. Wir sind jetzt bei der Adenomyose angekommen. Aber ihr seht, das ist sehr verwoben, diese Krankheitsbilder Endometriose und Adenomyose. Deswegen ist auch eine Prävalenz der Adenomyose in der Literatur von 5-70% angegeben. Damit kann ja niemand was anfangen, weil man es einfach nicht so gut weiß, weil man auch nicht weiß, steckt hinter einem Myom, habe ich übrigens auch schon mal ein Video zu gemacht, eine Adenomyose oder steckt hinter einer Endometriose eigentlich eine Adenomyose? Und wir wissen es ja quasi erst rein histologisch gesichert, wenn so eine Gebärmutter entfernt und scheibchenweise untersucht wurde, ob es da eben diese Herde gibt oder nicht. Man kriegt aber mit den Symptomen und den Untersuchungen eigentlich einen relativ sehr harten Verdacht, dass da eine Adenomyose vorliegt. Die Symptome, die sind, glaube ich, jetzt auch klar. Stärkste Unterbauchschmerzen, Blutungsstörung mit sehr starken Blutungen, Krämpfen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und eben auch eine Unfruchtbarkeit oder Schwierigkeiten beim Kinderwunsch. Ich habe aber auch noch Good News. 30% von den Frauen, die gesichert eine Adenomyose haben oder hatten, aber auch keine Probleme. Diagnostik. Lass uns nochmal kurz drüber sprechen. Ist es unmöglich, eine Adenomyose im Ultraschall zu sehen? Nein. Aber es ist unmöglich, sie als Diagnose zu sichern, Stand heute. Wir schreiben April 24. Aber es gibt relativ typische Ultraschallkriterien. Und was sehr oft auffällt, ist, dass eine Seite der Gebärmutterwand dicker erscheint als die andere. Hier muss man aber auch aufpassen, dass man im Ultraschall also wirklich die Mitte dargestellt hat und hier wirklich rechts und links gut abgrenzen kann. Was aber auch noch sehr oft auffällt, ist, dass wenn man die Kontur dieser Junktionalzone lang geht und man sie mit dem Stift nachzeichnen könnte, dass das immer eine intakte Archimetra und eine intakte Neometra sind. Da, wo es schwammig wird, wo man auf einmal mit dem Bleistift hängen bleibt und denkt, hier wird es jetzt sehr flau und hier wird es jetzt auch ein bisschen heller im Bild, da kann man bei passender Symptomatik sicher sein, dass es hier schon Infiltrationen dieser Archimetra in die Neometra gibt. Mit all den Zellen, die so eine Archimetra bilden kann. Und ganz ähnlich sieht das im MRT aus. Derjenige oder diejenige, die vor diesem Bildschirm sitzt und sich das MRT anschauen, müssen sich mit dieser Thematik gut auskennen. Denn es ist manchmal, wenn es mikroskopisch klein losgeht, super schwierig zu erkennen. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Eine Hysteroskopie, also mit der Kamera in die Gebärmutter reingucken, kann auch mal Hinweise geben, aber sichern kann man es hier leider auch nicht. Okay, therapeutisch. Also ich tue mir immer sehr schwer, mit Therapie zu sagen, weil es gibt keine Therapie, die heilend ist für eine Archimetrose. Also weder die Endometriose, die periphere, noch eine Adenomyose ist, Stand heute, heilbar. Es gibt natürlich symptomlindernde Maßnahmen, so kann man es vielleicht nennen. Und das geht natürlich bei der Schmerztherapie los. Es gibt alternativmedizinische Ansätze, ob es die TCM ist, ob es eine Osteopathie ist, etc. Hier gibt es Leitlinien und Evidenz für, was wissenschaftlich wirklich nachweislich hilft und was eben wahrscheinlich nicht hilft, trotzdem helfen kann, weil es einem individuell vielleicht gut tut. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das zyklische Auf und Ab zu unterbinden, indem man der Frau die Pille im langen Zyklus gibt und quasi aus diesem zyklischen Auf und Ab eine Nulllinie macht. Es gibt die Möglichkeit einer Hormonspirale, die vor Ort vielleicht wirklich so ein bisschen lindernd auf diese Entzündungsprozesse stattfindet. Es gibt die Möglichkeit, mit Ernährung, vor allen Dingen entzündungshemmende Ernährung, gegen diese Entzündungsprozesse vorzugehen. Also es gibt eine Vielzahl
an Therapiemöglichkeiten oder an Behandlungsmöglichkeiten. Klar, wenn die Beschwerden wahnsinnig extrem sind, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, wir könnten auch eine Gebärmutter komplett entfernen, in der Hoffnung, dass damit auch die Problematiken entfernt werden. Was auch eine Idee ist, habe ich euch ja auch schon ein Video zu gemacht, ist diese Goldnetzmethode, eben diese Archimetra bis auf die Basalis zu veröden, sodass hier diese Prozesse quasi mit verödet werden. Das muss man aber auch abhängig machen wieder vom Ultraschallbild. Wenn ich sehe, diese Befunde gehen wirklich bis in die Neometra rein, dann hilft mir das auch nicht, oberflächlich zu veröden, dann wird die Frau trotzdem weiterhin ihre Probleme haben. Ich habe jetzt schon überzogen, ich weiß, das Thema ist super lang, super komplex, aber auch ganz, ganz spannend. Ich kann auch mal gerne ein ausführlicheres Video auch zu den Therapieoptionen machen oder nochmal genauer auf die Diagnostik eingehen oder auf die Ernährungsmöglichkeit, wobei da habe ich auch schon ein Video gemacht. Sagt es mir bitte in die Kommentare, schreibt es mir einfach per DM bei Instagram. Und was ihr noch machen könnt, um mir einfach zu helfen, ist ein Abo dalassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und lasst alles nochmal sacken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.